Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf YouTube. Ich werde euch einfach kurz meinen Kanal vorstellen im ersten Teil. Im zweiten Teil werdet ihr ein kurzes LPU von mir sehen, meine Latest Pickups. Ja. Ich bin Finn, ich bin 17, komme aus der Nähe Frankfurt. Ich gehe jetzt in die 12. Klasse, das heißt, ich mache in anderthalb Jahren Abi. Das ist die Q1. Interessiert an Fashion bin ich seit 2017, 2018, würde ich sagen. Und ins Fashion Game gekommen bin ich dann damals durch Kanye West zu den Yeezy-Zeiten. Meinen aktuellen Style würde ich als eine Mischung aus Vintage, High Fashion und Archive bezeichnen. Aber aktuell rutsche ich ein wenig in die Archive-Richtung ab, wenn ich ehrlich bin. Was jetzt ja prinzipiell nichts Schlechtes ist. Aber ja. Warum ich mit YouTube anfange, ist ganz simpel. Im Moment finde ich einfach die Motivation dazu. Ich habe viel Zeit, da ich Ferien habe. Und ich möchte mich außerdem auch kreativ ausleben. Außerdem hat mir mein Dad, Grüße gehen raus, hat mir seine ganzen Kameras etc. Zur Verfügung gestellt. Ja, das hilft mir ziemlich. Dann möchte ich natürlich mein Wissen an euch weitergeben. Auch meine Meinung über wenig genannte Themen möchte ich gerne sagen. Und jetzt der wichtigste Punkt: Meiner Meinung nach gibt es fast keinen deutschen YouTuber, der sich wirklich mit dem Thema Vintage und Archive auseinandersetzt. Es gibt natürlich Leute wie Justin, Patrick etc., die sich jetzt natürlich auch mit Fashion beschäftigen, aber meiner Meinung nach eher mit Street Style. Und sie machen keine informativen Videos, sie machen inzwischen mehr Reactions als Fashion Videos. Ja. Dazu später noch mehr. Und auch ein wichtiger Grund ist, es gibt bezogen auf Deutsch, es gibt fast keinen guten deutschen Fashion YouTuber. Als Beispiel, man spricht jetzt nicht gut Englisch. Ja, dann findet man halt einfach nicht viele YouTube Videos zu dem Thema Archive als Beispiel oder Vintage. Weil, also es gibt genug amerikanische und englische YouTuber, die sich mit den Themen beschäftigen. Aber wie gesagt, wenn man nicht gut Englisch spricht, dann hilft es einem nicht weiter, wenn man das Video nicht praktisch nicht gut bzw. perfekt versteht. Ja. Worüber es in meinem Kanal geht, ist natürlich Fashion. Das ist das Hauptthema, ist ja klar. Ich möchte mich über aktuelle Themen unterhalten. In der Modeszene, wie zum Beispiel Flare Jeans, die im Moment super im Hype sind. Jeder macht sie selber nach. Jeder kopiert sie praktisch von Gallery Department. Ja, wird um eins ins Video zu kommen, auf jeden Fall hundertprozentig, kann ich jetzt schon so ankündigen. Ich werde mich aber auch mit Marken beschäftigen wie Chrome Hearts. Chrome Hearts ist eine Marke, die kenne ich jetzt schon seit bestimmt anderthalb Jahren, glaube ich. Einem Jahr, anderthalb Jahren. Die meisten aber erst seit circa einem halben Jahr, sage ich mal. Vielleicht sogar noch weniger. Halt, Justin hat sie bekannt gemacht. Promis haben sie angefangen zu tragen. Halt, Influencer, wie ich gesagt habe, ja. Dann möchte ich Leute inspirieren. Ich möchte Leuten eine neue Style-Richtung zeigen, die sie vielleicht noch nicht kennen. Ich glaube, wenn ich jetzt in meinem Umkreis Leute fragen würde und fragen würde, was ist Archive? Was ist das für eine Style-Richtung? Ich glaube, dass mir mindestens 80 bis 90% antworten würden, sie haben keine Ahnung. Sie würden vermutlich sagen, es ist einfach alte Klamotten. Aber da verwechseln sie es ja praktisch mit Vintage so ein wenig. Und wie gesagt, möchte ich halt einfach mein Wissen verbreiten, was ich mir in den letzten 2 bis 3 Jahren so angesammelt habe. Ist natürlich keine lange Zeit, aber da ich mich wirklich intensiv mit Fashion beschäftige, habe ich mir da wirklich einiges angesammelt. Vor allem im Thema Archive bin ich ein guter Ansprechpartner, sage ich mal. Ich bin kein Experte, es gibt Leute, die kennen sich besser als ich aus, ja. Aber ich lese mir jeden Tag Artikel durch, etc. Ich informiere mich, ja. Ja, das war es schon praktisch in dem ersten Teil vom Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt so eine grundlegende Vorstellung, wer ich bin, was meine Intentionen sind und was ich genau machen möchte auf meinem YouTube-Kanal. Ja, und das war's auch schon. Jetzt zum zweiten Teil des Videos. So, jetzt sind wir auch schon beim zweiten Teil. Ich werde euch jetzt meine Sachen vorstellen. Ich werde Oberteilchen anfangen, dann Hosen, Schuhe und Accessoires. Ja, ich habe mir einige Sachen gekauft, wie ich gesagt habe. Ich werde zu jedem einfach kurz erzählen, wieso ich es gekauft habe, womit ich es so anziehe vielleicht und wie viel ich bezahlt habe. Dann fange ich hier mal an mit dem ersten Flanell. Das ist ein etwas älteres Flanell. Es hat so grau, schwarz, weiß Töne, würde ich sagen. Und wie man hier von euch ganz gut erkennen kann, hat es Distressing überall, was aber nicht natürlich ist, sondern einfach reingemacht wurde, was ich finde, aber sehr cool ist. Und ich meine, ich habe hier für, ich glaube, 25 Euro gezahlt.
Als nächstes habe ich mir diesen blauen Vintage Champion Pulli gekauft. Der ist relativ oversized, hat ein graues Logo und am Arm auch nochmal das typische Champion-Zeichen. Hat, finde ich, ein sehr, sehr schönes Fading. Also hat sich sehr schön wickelbar bei der Zeit, Qualität ist auch super. Und das gehört jetzt zu den Sachen, die ich einfach mit einer ganz normalen hellblauen Jeans, wie jetzt zum Beispiel meine Levi's Orange Chap, trage, was meiner Meinung nach ziemlich gut passt. Ja, gezahlt habe ich für den, lass mich nicht lügen, ich glaube, 40 Euro hatte ich gezahlt. Achso, genau, und das Flanell, das trage ich mit, als Beispiel einem grauen Pulli oder auf einem schwarzen T-Shirt auf einer grauen Jeans, würde ich sagen. Mein nächstes Pickup ist ein etwas teureres, das ist der Rick Owens Gimp, an dem das Besondere eigentlich nur ist, dass man ihn bis ganz oben zumachen kann. Ja, sonst hat er hier auch, finde ich, sehr schöne Details, sehr gute Qualität. Auch hier drin nochmal das, wo kannst du sehen, das Dark Shadow Zeichen. Ja, habe ich für einen sehr, sehr günstigen Preis tatsächlich bekommen. Ich habe ihn auf engelhorn.de gekauft. Die kennen vielleicht viele auch nicht. Habe ich auch nicht gedacht, dass da Rick Owens gibt. Und bezahlt habe ich tatsächlich dann 220 Euro für einen komplett neuen Gimp NM. Am Anfang habe ich mir überlegt, ob ich ihn verkaufen soll, weil ich hätte jetzt theoretisch relativ einfach Profit machen können. Aber im Endeffekt fände ich ihn doch zu cool und trage ihn lieber selber. Den Gimp trage ich jetzt als Beispiel auf meine Alexander mit meinen Remotes als Beispiel. So, jetzt kommen wir jetzt zu einem T-Shirt. Das habe ich von einem guten Freund von mir gekauft. Ist ein Vintage-T-Shirt, wo hier was draufsteht, was ich eigentlich entziffern kann. und hinten steht drauf: Whatever your dream. Keep walking. Hier nochmal eine Webadresse, aber ich weiß leider nicht, ob die funktioniert. Aber hat einen sehr schönen Fit, fittet sehr schön cropped, finde ich. Also sitzt mir knapp am Gürtel, würde ich sagen. Ein bisschen länger vielleicht. Ja, so ein Vintage-T-Shirt kann man zu allem tragen, was man möchte. Passt eigentlich zu allem. Bezahlt habe ich hierfür von einem Freund von mir, habe ich, glaube ich, auch 25 Euro knapp gezahlt. Als nächstes kommen wir zu zwei Jeans, die ich mir gekauft habe. Wir haben hier einmal eine Levi's Orange Tab. Das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Das sieht man hier ganz gut. Das etwas Besondere daran ist das orangene Zeichen. Hier ist circa aus den 90ern, hat hier sehr schönes Distressing, wie ich finde. Hier auch schon an der Hose. Sehr, sehr schöne Abnutzungsspuren. Die habe ich aus Rumänien bestellt, lustige Story in Anführungszeichen. Kam nach 2 Wochen an, ganz normal, hat ein bisschen gedauert. Leider war der Reißverschluss kaputt. Das heißt, ich habe dann nochmal eine Woche gewartet, bis der Reißverschluss repariert wurde. Da habe ich nochmal 15 Euro extra gezahlt. Das heißt, mit dem Reißverschluss habe ich insgesamt, ich glaube, knapp 60 Euro und dann doch gezahlt, statt 45 Euro inklusive Versand. Tragen würde ich die einfach mit, kann man eigentlich auch wieder fast mit allem tragen, mit Air Force oder Supercourt oder ja, wie man möchte. Die nächste Jeans, die ich mir gekauft habe, ist auch wieder von einem guten Freund von mir, der Jonas. Von dem habe ich jetzt hier, ich glaube, insgesamt drei Sachen gekauft. Einmal das Vintage, was ich vorgestellt hatte, das Flanell und die Jeans jetzt hier. Eigentlich hatte ich noch eine Jeans, aber die hat mir nicht gepasst. Aber er war so nett und gibt mir das Geld dafür wieder. Grüße gehen nochmal raus an dich, Jonas. Das Besondere an der Jeans, würde ich sagen, ist, dass hier, wie man sieht, das Hemd wurde geöffnet, was einfach durchs Alter entstanden ist. Was ich sehr cool finde. Sehr, sehr natürliches Flair sozusagen. Hier das Schild
passt eigentlich auch alles. Das ist eine Levi's 501, wie auch meine andere Levi's Vantage Jeans, die ich gerade vorgestellt habe. Und für die Jeans habe ich auch einen sehr guten Preis gezahlt. Ich glaube 25 Euro oder 20 Euro sogar nur. Und die würde ich auch, glaube ich, mit meinen Ramones oder mit meinem Supercourt, glaube ich, tragen. Mein nächstes Pickup ist die Maison Margiela Flared Runway Pants. Ist eine super Hose, wirklich. Also kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Die Qualität ist super, die Fit ist super. Ja, gezahlt habe ich 330. Ist ein hoher Preis, aber ist für die Hose auf jeden Fall gerechtfertigt. Vor einem Jahr hat man für die, glaube ich, noch 170 als Beispiel gezahlt. Aber dadurch, dass das jetzt ziemlich in Hype gekommen ist, leider, bezahlt mir jetzt eben deutlich mehr. Tragen würde ich die mit, ich glaube, mit meinem Supercourt auch wieder. Die ich mir auch vorstellen werde, ist eine sehr klassische Silhouette, passt praktisch zu allem. So, wie gesagt, dann kommen wir jetzt auch schon zu meinen Schuhen. Das sind die Adidas Supercourt. Mit der Cremesohle habe ich mir die geholt. Habe ich mir gebraucht, auf Depop, glaube ich, geholt. Ich meine 45 Euro gezahlt, was eigentlich ziemlich gut ist dafür, dass er überall sold out ist. Der Schuh ist wirklich meiner Meinung nach noch eine schönere Silhouette als der klassische Air Force One. Also den Schuh hier wirklich kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Ist ein 1er Schuh. Mein nächstes Pickup, speziell für den Winter, sind diese Doc Martens. Das sind die, ich glaube, 1460er. Die sind aus Kimono. Die sind aus Echtleder. Habe ich bis jetzt noch nicht oft getragen, weil die noch, das ist halt ein richtiger Winterschuh, ist halt sehr, sehr schön warm. Muss man aber natürlich eintragen. Gezahlt habe ich hier für 180 Euro. Und da das so, ich habe den extra gekauft, also meinen Winterschuh, weil man den eigentlich auch wieder fast zu allem anziehen kann. Mein letztes Pickup sind diese beiden Schlüsselanhänger. Also die macht man sich hier praktisch an die Jeans ran. Und macht hier einen Schlüssel dran. Ich habe mir das auch, nochmal Grüße raus an Jonas, der mir das empfohlen hat, ein bisschen mir den Link geschickt hat. Vielleicht kennt ihr das von Chromarts, dann ist halt hier stattdessen ein Cuban-Link dran. Ist halt eine günstige Alternative. Ich habe, ich glaube, für beide zum 20 Euro gezahlt, aber eins werde ich wie gesagt noch zurückschicken. Sobald ich mich entschieden habe, welches ich hiervon will. Ist halt so ein All-Day-Ding, trage ich jeden Tag. Ich kann es mal kurz zeigen. Im Moment trage ich einfach nur das hier. Das ist ein... Im Moment trage ich einfach nur das hier. Das ist praktisch ein abgeranzter Karabiner, den ich irgendwo gefunden habe. Und da sind meine ganzen Schlüssel dran. Meine für die Alarmanlage, die Chipkarte. Das war auch schon praktisch meine vielen Pickups, die ich mir in den letzten, ich glaube, sozusagen so 30 Tagen geholt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu sagen, was ich mir jetzt gekauft habe und was ihr generell vom Kanal haltet. Würde mich mal interessieren. Ich werde insgesamt auch noch probieren, mein eigenes Ding zu machen. Ich werde probieren, in einer Art und Weise Videos zu machen, die es vorher noch nicht so richtig gab, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Wo ich aber auch schon einige Ideen habe. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.